Also Eva, du hast natürlich wirklich recht. Ne? Ich bin der Personifizierte. Wie ist das personifizierte Markt? Das ist richtig. Ich entscheide, was gut ist oder nicht. Das stimmt. Und zwar, weil ich eine private Galerie leite. Ne? Das ist sozusagen wieder ein Raum, wo ich bestimme, weil ich das Geld habe und weil ich also das Geld habe, um diese Galerie zu machen. Das ist so, als ob ihr zu Hause seid und ihr seid die Chefs in eurer Familie. Dann bestimmt ihr auch was. Das ist, wann die Kinder ins Bett müssen. Kein Ding. Der personifizierte Markt ist eine Qualität übrigens, weil das können nur ganz wenige Marktteilnehmer überhaupt auf der Welt sagen. Es gibt vielleicht, sag mal, 10, 15 Galerien überhaupt weltweit, die als personifizierter Markt agieren können. Und das hat damit was zu tun, dass egal was man in die Hand nimmt, alle Leute daran glauben, dass es mal was wert wird. Ja, also wenn ich einen jungen Künstler in Basel auf der Messe zeige, der 1200 Euro kostet, und gegenüber einem Neo Rauch, der 720.000 Euro kostet, wollen alle natürlich auch diesmal nicht zu spät kommen und kaufen alles mir ab, was ich von dem jungen Künstler habe. Und wenn ich mir einen Stuhl angucke, auf dem ich gesessen habe die ganze Zeit, ernsthaft, fragt mich auch dann plötzlich jemand nach dem Preis. So ist der Markt. Und das ist also, ich muss nicht mal wie Duchamp das Ding rübertragen. Ich muss es mir nur etwas länger angucken. Schon. Also das ist dieses Interesse. Das ist diese Situation für den Interessemarkt aufbauen. Und ich gucke mit dem Stuhl 3 Minuten an auf eine Messe und ich werde garantiert nach dem Preis gefragt von diesem Stuhl. Da will auch niemand wissen, wer es eigentlich gemacht hat. Man kann sich die Namen all dieser Künstler eh nicht merken. Und es ist auch so, es ist auch peinlich, wenn ein chinesischer Sammler kommt, der würde niemals nach dem Namen fragen des Künstlers, der fragt nach dem Preis. Warum nicht nach dem Namen? Weil er den Namen eh nicht wiederholen kann. Genauso wenig wie wir einen chinesischen Namen wiederholen können, umso peinlicher ist es auch für den Chinesen, den europäischen Namen überhaupt, da ist es ein zu hoher Gesichtsverlust, nach dem Namen zu fragen. Man fragt nach dem Preis, und den kann man sich auf jeden Fall auch behalten. Das ist auch so eine Art. Ne? Und dann natürlich, wenn ich sage, ich bin Marktführer und das personifizierte Übel, ne? Dann ist das nur wahr für alle anderen, die nicht mit mir zusammenarbeiten. Für die mit mir zusammenarbeiten, bin ich natürlich der Heilsbringer. Und dann muss man auch noch sagen, das stimmt, 2008 hatten sehr, sehr, sehr viele Künstler sehr, sehr viele Umsätze und es gab nur noch ganz wenige, die Taxi fahren mussten, um ihr Leben als Künstler voranzubringen. Plötzlich kaufte die ganze Welt Kunst bei allen Leuten überall. Das gab es wirklich mal 2008, oder? Ja, so ungefähr 2008, 2007 vielleicht auch, also kurz vorher. Und das kam nicht daher, weil plötzlich alle Kunst interessiert waren und weil es bessere Kunst damals gab als heute, sondern es deshalb, weil der Markt, der von anderer Seite immer so skeptisch gesehen wird, der Markt hat so gut funktioniert, dass diese hochpreisigen, dieses gute Laufen des Marktes sogar abgestrahlt hat auf die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten. Also eigentlich müssten wir dafür sein, als Künstler, dass der Markt sich fantastisch entwickelt, auch wenn man damit nichts zu tun haben will, weil der strahlt dann auch aus auf den Künstler, der jetzt hier agiert, vorerst ohne Markt.